Dimitrios Ioannidis, zum Einstieg mal die Frage, wie geht's Ihnen denn hier in Sittard? Hallo erstmal, Dankeschön. Mir geht's sehr gut. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen hier. Ich spiele ja schon ein Jahr hier und fühle mich sehr wohl. Wie kam ursprünglich der Wechsel aus der RWO-Jugend zur Fortuna zustande? Durch einen Berater kam dies zustande, der Kontakt zur Fortuna Sittard kam zustande durch den Berater. Dann wurde ich zu einem einwöchigen Probetraining eingeladen. Diesen habe ich dann erfolgreich abgeschlossen und Fortuna hat mir dann das Angebot gemacht und habe dann auch nicht lange überlegt. Was sind Ihrer Meinung nach die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem niederländischen Fußball? Im holländischen Fußball wird mehr Wert auf die Taktik und die Technik gelegt, meiner Meinung nach. Und im deutschen Fußball wird auf die Athletik und auf das körperbetonte Spiel Wert gelegt. Sie haben jetzt in Sittard einen Profivertrag unterschrieben. Gab es vielleicht auch andere Interessenten? Ja, da habe ich mich aber nicht weiter mit befasst, weil Fortuna Sittard für mich die klare Nummer 1 war. Die haben mir das Angebot gemacht und da habe ich auch nicht lange überlegt, weil ich einfach den Schritt von der Jugend in den Profibereich hier gehen wollte und ich mich hier auch sehr wohlgefühlt habe oder noch wohlfühle. Und was sind nun Ihre kurzfristigen persönlichen Ziele? In dieser Saison möchte ich so viel Spielzeit wie möglich bekommen und mich persönlich auch weiterentwickeln. Was möchten Sie mit dem Verein erreichen? Mit dem Verein möchten wir diese Saison einen Tick besser die Saison abschließen als die Vorsaison und uns gut in der Liga zu etablieren. Auf welchem Level möchten Sie irgendwann spielen? Ich denke, dass von jedem Fußballer das Ziel ist, so hoch wie möglich zu spielen. Und dafür tue ich jeden Tag alles, arbeite sehr hart an mir und ich gebe 100% jeden Tag, um dieses Ziel dann zu erreichen, irgendwann so hoch wie möglich zu spielen. Wie würden Sie sich fußballerisch charakterisieren? Meine Stärken sind die Passgenauigkeit. Ich bin ein disziplinierter Teamspieler. Sie haben in Ihrer Jugend ja für einige Clubs von Rhein und Ruhr gespielt. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Beziehungen zu einem dieser Vereine? Ja, klar habe ich noch zu einigen Jugendtrainern den Kontakt. Wir schreiben uns und telefonieren auch. Leider ist durch den sehr streng getakteten Tag verliert man sich leider schnell aus den Augen. Aber trotz dessen verfolge ich gerne noch die Entwicklung meiner alten Clubs. Streben Sie denn irgendwann eine Rückkehr nach Deutschland an? Im Moment bin ich hier bei Fortuna Sittard, darauf konzentriere ich mich voll drauf, lege 100% den Fokus drauf und alles andere spielt gerade keine Rolle. Was hat Ihnen die Nominierung zur U19-Nationalmannschaft Griechenlands bedeutet? Das war ein sehr emotionaler Moment für mich. Es war ein tolles Gefühl, für sein Heimatland spielen zu dürfen und war einfach klasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.